Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Paper Mario für die N64. Dummes Rätsel, und zwar dieses Rätsel. Oh, eine Feuerblume. Nehmen wir direkt mit. Und zwar geht es hier um die Liane. Man muss sie quasi ziehen. Und einer unter diesen Lianen. Nein, Fuzzy. Fuzzy, verschwinde. Einer dieser Lianen ist nämlich der Wegeingang. Dankeschön. Da hätte man sich aber auch denken können, ich mit meiner Logik wieder. Ich glaube, ich habe geschlafen. Oh, ein Herz. Du bist 100 Pro kein Herz. Ich glaube, die sind gemeint. Ich lasse die Bombe mal sprechen. Nein, ein bisschen weiter. Wir sehen uns gleich bei diesem Bad. Neuer Gegner, Greg. Wow, 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 wow. Okay, ich lass mal, glaube ich, eine Powerbombe. Nein, Powerbombe sprechen. Bam! Und ein Powerhüpfer auf einer Vollpiranha. Zwei. Noch zwei Stück, komm. Noch einen. Komm noch einen. Yeah, Mann. Voll Piranha, du bist erledigt. Ich mache hier weiter, Jumps. Ich guck mal, wie lange das aushalten kann, damit wir mal einen Rekord haben. Komm, noch einmal. Und, ja, das war's. Piranha ist schon ewig tot, ey. Voll Piranha. Nein. Das ist doch lächerlich. Was bist du überhaupt? Regeneriert. Dankeschön. Ich würde mal sagen, wir wechseln erstmal das Mitglied. Mitglied wechseln auf Gumbario. Gumbario. Und können wir endlich mal ein Level abmachen. Was für ein White Kamek wahrscheinlich. Das ist ein weißer Kamek. Er ist ein Magier des Koopa Clans. Weiße Robe. Was? Wer denn Dinosaurier? Maximal KP 11. Frag einfach nicht. Maximal KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung. Lalalalalala. Frag einfach nicht. Ey, Kritze sauber. Aber egal, wir können ja darauf spekulieren, dass es nicht hinbekommt. Und ja, jetzt machen wir natürlich weiter hier in dem Kampf. Natürlich bin ich immer weiterhin noch vergiftet. Das schadet mir jetzt nicht mehr lange, denn. Ich habe eine Idee. Wir machen einen Superbeben. Und das müsste, glaube ich, den Gegnern reichen. Oh, gerade mal nur zwei abgezogen. Oh, schade. Jetzt müssen wir. Schade, dass die Teampartners keine Items einsetzen. Das ist nämlich der Vorteil von zwei. Da können wir auch die Partners wenigstens Items einsetzen. Zwar ein verschwindeter Zug, kann man sagen, aber in dem Fall ist es kein verschwindeter Zug, finde ich. Denn damit kann man einige Sachen, also einige Züge überspringen. Und ich habe jetzt langsam satt, nicht mehr satt. Komm, jetzt verschwindet. Was jetzt knaller? Einmal mit Sternenangriff. Ich hätte auch eigentlich Tsushima zeigen können, wie der Angreifer war. Wenn die euch guckt, Tsushi ist ein guter Kämpfer. So, was? Das hat nur zwei Kamek hat's überlebt, ey. Darf nicht wahr sein, ne? Kamek. Du scheiß Kamek. So, wir haben dich besiegt. Drei Finnen zu einem Level Up. Wow! Money. Oh, wir haben sehr viel Geld. Geld! Okay, du leuchtest. Dann geht's hier weiter. Wow. Hört diese Musik. Geil. Wir sind im tiefsten Dschungel, glaube ich, gelandet. Oh, wir können hier nicht durch, oder? Nein, wir können hier nicht durch. Dann müssen wir wohl durch den Baum. Oh. Ah, ich kann mich an diese Szene erinnern. Oh. Wow, sieht ja sehr schön aus. Naja.
Okay, Leute, entschuldigt mir diesen Grafikfehler, aber ich werde da eh was machen. Ich bin ja eh gut. Oh, Gumbario sieht cool aus. Ich finde, der Gumbario, der hat so einen komischen Sprite. Das sieht aus, als würde er so einen Totenkopf. Hatte kein Leben richtig. Aber jetzt gehen wir einfach mal hoch. Vielleicht ändert sich ja jetzt der Sprite. Ja, wusste ich doch. Das hängt damit zusammen, weil die sogenannten Sprites über den Baum nicht so gerade verfügbar gut sind. Was haben wir denn hier drin? Du leuchtest, schön. Warte mal kurz, ich würde mal kurz gucken, dann ging es ja noch weiter hoch, ob es da noch auch generell weiter hoch geht. Und ja, die Tür hört ja ab und zu mal, aber das hat nichts mit zu tun, denn es ist ein Durchzug. Aber ich hab gedacht, da ist das. Du hast Herzlein. Oh nein, die Kapirene generiert sich schon während des Kampfes. Den Ohren guck ich mir mal nachher an. Ich meine, er braucht 6 BP. Oder 6. Ne, 4 oder 6 Ordenspunkte. Und immer noch sieht das geil. Das sieht so. Das sieht gut aus. So, einfach weitermachen. Zack, zack, den Baum hinaufklettern. Das hat so was von Zelda Skyward Sword, muss ich erst sagen. Obwohl, das ist andersrum. Das hat von Paper Mario, Zelda Skyward Sword hat das von Paper Mario, so einen Baum erklettern. Aber das ist geil, ich finde das sowas cool. Oh, das ist ein riesiger Boxer. Oh, da müssen wir fett reden. Moin, willkommen. Verzeiht, dass ich etwas überrascht bin, aber es ist schon eine Weile her, seit jemand hier hochgekommen ist. Wie? Oh ja, natürlich, ich bin der Herr dieser Insel, bekannt als Don Rolf. Wenn der Raffel, wenn es irgendein Problem gibt, dann nur raus mit der Sprache. Komm schon raus damit. Ich muss zum Vulkan. Ah, du bist Mario, also ich verstehe. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan vordringen kannst. Tja, das ist ein Problem. Aber nicht für mich, ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen würdest. Ich würde etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollten wir uns besser um den Vulkanproblem kümmern. Was ist jetzt? Abraxas! Die sind friedlich in diesem Bereich. Normalerweise sind sie auch eigentlich feindlich. Ausgezeichnet, mein Abraxas, es gibt Arbeit. Ich werde euch nun einmal instruieren, als erwarte ich eure vollste Aufmerksamkeit. Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden. Verstanden? Das will ich nämlich hoffen. Los geht's, Abraxas. Folgt mir. Müssen wir jetzt mit runter? Wir jumpen mit runter. Leute, lebet wohl! Boah, Junge, deine Füße sind so krass. Au, ruck! Und weiter geht's. Ja, du bist cool drauf, aber Alter, wie gehst du, Mann? Du bist gruselig. Einfach weitergehen und nichts beachten. Er hat nämlich komische Füße. Wie er sie waschen will? Er muss ja auch zwischen den Zähnen sie waschen. Wie das sicher cool. Aber, ey, Leute, wie wascht ihr denn eure Füße bitte? Verstanden, gut. Sie sind alle bereit. Los, und nun Abraxas, an die Arbeit. Deine ist gefallen, der Vollidiot. Das wird nicht lange dauern. Naja, wir gucken nur zu. Die Arbeiter machen das schon. Hm? Was zum Henker? Fertig! Ah, sehr schön. Alles klar, du kannst jetzt den Vulkan erweichen. Sehr schön, geil.
Oh, herausragend, wirklich heraus. Es scheint, als könnten wir nun den Berg betreten. Was zum Glück nicht, Mario. Ich werde keine Sekunde länger warten. Die Schätze der Vergangenheit rufen nach mir vorwärts. Ja, geh vor! Lass uns stehen, Colorado! Lass uns stehen, du Lappen, ey! Mann, oh Mann, dieser Cooper, was für ein Draufgänger, stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühl, das muss man ihn lassen. Cool, völlig durchgeknallt, aber genug jetzt. Ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Ein Ultrastein, ausgezeichnet. Das ist ein Ultraschall. Ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dschungels gefunden. Jetzt, da du den Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde vom Superrang in den Ultrarang erheben. Wow! Diese Erstarkung deiner Freunde ist der Schlüssel zum Erfolg. Vertraue mir. Dies hat mir den Stern im Traum verraten. Setz ihn weise ein. Ich muss nun gehen. Over und out. Aus, hat er gesagt. Out eigentlich. Bitte fahren Sie nach oben. Dankeschön, Abroxas. Ihr seid cool, ne? Euch Leute, ich mag euch. Jetzt geht's zum Vulkan. Ja. Einen Superblock. Schönen Dank. So, bevor wir aber den Vulkan betreten, werden wir schon mal kurz in den Ordenpunktenbereich mal gucken, was ich will den Herzleinorden wissen, wie viel das an Orden verlangt. Herzlein. Ich meine drei. Ich brauche auf jeden Fall einen Rabatt. Speedwerbe brauche ich nicht. Tu mir nichts. Ist am besten heute. So, ne, den Herzlein nehmen wir später. Auf geht's ins Vulkaninnere. Oh, scheiß Sprite. Nein! Wieso sieht das so hässlich aus? Eine Vollpiranha. Identifiziert als Mario. Alarm! Sofortige Report! Alarm! Lalalala, scheiße. Naja. Ich werde mal kurz was ausprobieren. Wir sehen uns gleich wieder. Boah, Alter. Sieht das hässlich aus. Der Lappen versinkt, war doch klar. Okay, wir sehen uns nachher wieder. Vielleicht gleich. Ich mache mal eine kurze Pause. Bis gleich. Wenn euch dieser Part von Paper Mario gefallen hat, könnt ihr ihn bewerten mit einem Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat, und mit einem Daumen runter, wenn er euch nicht gefallen hat. Feedback, Kommentare und Kritik sind wie immer erwünscht und ihr habt einfache Verlinkungen in diesem Bild und in der Beschreibung für die Playlist und für das nächste Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuschauen der nächsten Folgen. Bis dann und ciao, Leute.